Für jeden Krebspatienten ist der Moment, in dem man zum Krebspatienten wird, wirklich einschneidend. Und man steht da und guckt in den Abgrund und denkt, dass das Leben vorbei ist. Er kämpft tagtäglich gegen Krebs, heilt Menschen. Aber mit Mitte 40 erkrankt Wolfram Gößling selbst an einem sogenannten Angiosarkom. Das ist eine Krebsform, die aus den Blutgefäßen seiner Haut entsteht. Die Behandlung kostet den gebürtigen Bielefelder sein Gesicht. Das ist auch wirklich der Teil des Körpers, der uns selber, unser Ich, gibt. Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst, dass ich jemand anders sein würde. Und ohne jetzt dramatisch zu sein, aber bei der ersten Operation ist alles in diesem Gesichtsbereich weggekommen. Bei der zweiten Operation alles hier. Und also die Haut ist nicht mehr am richtigen Platz, die da jetzt ist. Aber ich bin froh, dass ich hier sitzen kann. Sarkome sind bösartige Knochen- und vor allem Weichteiltumore. Nur einer von 100 Krebspatienten erkrankt daran. In Deutschland jährlich weniger als 5000. Sarkome verursachen häufig kaum Schmerzen und werden deshalb oft zunächst als harmlose Schwellungen abgetan. Ein Sarkom ist eine bösartige Tumorerkrankung, die von dem Stütz- und Bindegewebe ausgeht. Stütz- und Bindegewebe ist all das, was den Körper zusammenhält, im Gegensatz zu den inneren Organen, die ja eine Funktion haben. Das heißt Knochen, Sehnen, Muskeln, Fettgewebe oder Blutgefäße. In Essen findet jährlich der Sarkom-Patiententag statt. Betroffene können sich hier austauschen. Es gibt verschiedene Vorträge. Organisiert wird die Veranstaltung von der Deutschen Sarkom-Stiftung. Die ist auch jedes Jahr für die Spendentour um den Baldeneysee verantwortlich. Es sind aber nicht nur Patienten, es sind auch Angehörige und es sind viele Hinterbliebene, die seit vielen Jahren immer wieder hierher kommen und mit dabei sind und damit die Sarkom-Forschung unterstützen möchten. Wolfram Gößling hat seine Geschichte in einem Buch festgehalten. Das soll Betroffenen Mut machen. Mut, den er auch seinen eigenen Patienten weitergeben will. Der 55-Jährige ist sich sicher, sein Krebs hat ihn als Arzt verändert. Ich teile meine eigene Geschichte eigentlich mit den meisten Patienten, mit der Intention zu zeigen, dass ich wirklich verstehe, was es bedeutet, wenn einem übel ist von der Chemotherapie, wenn man irgendwie Nebenwirkungen hat von der Immuntherapie, wenn man Angst hat vor den nächsten CT-Scans. Und so denke ich wirklich, ich mache Sachen anders, weil ich wirklich auch, ich bin jetzt Krebspatient und ich kann das nicht abschütteln und ich lasse das nicht an der Tür zum Patientenzimmer zurück. Der Familienvater kämpft weiter gegen den Krebs. Seinen eigenen, aber vor allem auch gegen den seiner Patienten.